Ja, Glück auf, hier ist der Ruckpott Heinz mit einem neuen Video und zwar Laden beim Lidl. Ihr werdet euch jetzt bestimmt fragen, ja, kenne ich doch, ne? Hinfahren zum Lidl, einstöpseln und Gas geben. Nein, so ist es nicht, seit 1. April hat sich da was geändert. Und wenn euch das interessiert, bleibt einfach dran, nach dem Intro geht's weiter. Ja, seit dem 1. April muss man die Lidl-App runterladen, um bei Lidl die Lader, zumindest in Nordrhein-Westfalen ist das so, freizuschalten. Und da habe ich mir gedacht, okay, da drehst du mal ein Video drüber. Die Lidl-App schnell runtergeladen, das ging ratzfatz, ganz einfach, registrieren, alles angeben. Ja, und dann ging's los. Das erste war, ich war beim Lidl in Bottrop gewesen. Dort hatte ich mich auch registriert und habe versucht, den Lader freizuschalten. Das hat nicht geklappt. Da habe ich die Hotline dann angerufen und die haben mir dann bestätigt, dass irgendwas mit dem Lader nicht in Ordnung ist. Also alles am Auto war in Ordnung, auch die App ist in Ordnung, aber es funktionierte nicht. Gut, habe ich mir gedacht, dann suchst du dir mal eben noch einen anderen Lader raus. Und ich hatte beruflich dann in Neukirchen-Flüen zu tun am selben Tag. Dort bin ich hingegangen. Auch da waren ihr überall diese QR-Codes dran gewesen. Und da konnte ich mich dann freischalten. Das ging ganz einfach mit der Lidl-App. Und da habe ich gesagt, okay, da versuchst du es dann am Abend nochmal, wenn du wieder nach Hause fährst, am Bottropper Lidl. Da war er immer noch kaputt gewesen. Keine Chance. Also da konnte ich mich immer noch nicht anmelden und auch nicht laden. Wahrscheinlich liegt da eine Störung vor. Nun ist ein Tag später, jetzt sitze ich hier im Lidl in Herne im Wagen und siehe da, hier ist es wieder anders. Also, hier ist es so, angestöpselt, dann habe ich versucht mit der Lidl-App den QR-Code zu scannen und da sagte man mir ungültig. Da habe ich schon gedacht, na super, klappt hier auch nicht. Gehst du eben einkaufen, ohne zu laden. Aber dann habe ich gedacht, okay, stöpsel es einfach mal an, versuch's ganz normal zu laden und siehe da, ohne App, ohne alles, hier in Herne ging es noch genauso wie sonst auch immer. Also, es ist noch nicht alles Gold, was glänzt mit dieser Lidl-App und dem Laden bei Lidl. Ist noch ein bisschen schwer, aber ich habe schon gemerkt, ich war dreimal jetzt an diesen Ladern gewesen von Lidl und es ist weniger los. Also ich glaube, da draußen, die Leute sind ein bisschen skeptisch geworden und mit dieser App und so weiter und anmelden und allem drum und dran ist also etwas weniger los hier an den Ladern. Aber ich würde einfach die App runterladen oder würde euch empfehlen, die App runterzuladen und das auszuprobieren. Mal habt ihr Glück, mal habt ihr nicht Glück. Vielleicht muss ich das noch einspielen. Ich gehe fast davon aus. Was allerdings ist, und das habe ich in dieser Lidl-App schon gelesen bei vielen Leuten, bei den Rezessionen, dass man wahrscheinlich nur eine halbe Stunde laden kann und dann bricht der automatisch ab. Da haben sich viele schon drüber beschwert. Ich finde das in Ordnung, weil man soll ja nur während des Einkaufens dort laden. Dafür sind die eigentlich gedacht. Und nicht, um den Akku von 0 auf 100 zu bringen und dann eine Stunde das Ganze zu blockieren. Ich finde das in Ordnung mit den 30 Minuten. Selbst wenn man mal nicht einkaufen gehen sollte, 30 Minuten ist in Ordnung. Die meisten, ich auch, mache das immer so, wenn ich dort bin, gehe ich einkaufen und setze mich dann in den Wagen, sofern kein anderer laden möchte und warte noch 10, 15 Minuten, um dann dementsprechend noch ein bisschen in den Akku zu bekommen. Und wenn dann jemand kommt, mache ich auch den Lader dementsprechend frei. Das gehört sich einfach so. Ja, ich blende noch ein paar Dinge so ein, die ich da erlebt habe jetzt mit diesen drei Aktionen. Wie gesagt, das gilt für Nordrhein-Westfalen. Ich weiß nicht, ob das auch für die anderen Bundesländer so gilt. Wenn ihr da mehr darüber wisst, dann bitte einmal unten in den Kommentaren für die anderen in den anderen Bundesländern einfach mal sagen, wie das da in den Bundesländern bei euch so dort ist. Und
Ja, ich gehe davon aus, dass das demnächst auch bei Aldi nicht anders sein wird. Vielleicht sogar irgendwann mal mit bezahlen. Vielleicht ist das jetzt eine Übergangslösung, um zu gucken, wie das funktioniert, ob das funktioniert. Und wenn das hundertprozentig nachher funktioniert, ob es jetzt Lidl oder Aldi ist, gehe ich stark davon aus, dass die dann hingehen und das, sage ich mal, dann auch gebührenpflichtig machen werden. Vielleicht für einen kleineren Satz, als es sonst mit dem schnellen Laden geht. Wir lassen uns überraschen. Ich werde auf jeden Fall weiterhin darüber berichten und euch sagen, wie es hier in Nordrhein-Westfalen auf jeden Fall mit den kostenlosen, demnächst vielleicht nicht mehr kostenlosen Ladern bei Lidl und Aldi Süd weitergeht. Bis dahin, euer Rupert Heinz. Glück auf! Müssen wir jetzt beim Lidl auch zahlen, finde ich auch korrekt, konnte mich aber jetzt nicht authentifizieren mit meiner ADAC-Karte, da bin ich mal gespannt. Ich trenne das Ganze jetzt nochmal und versuche mein Glück erneut. Jo, das scheint nicht zu funktionieren mit der ADAC-Karte. Tja Freunde, das scheint mit dieser ADAC-Karte nicht zu funktionieren. Ich muss mich da jetzt erstmal schlau machen, wie das hier weitergeht bei Lidl, ob man da eine eigene Lidl-Karte beantragen muss oder ähnliches. Ja, wenn ihr Näheres schon darüber wisst, dann lasst es mich mal wissen unten in den Kommentaren. Und ja, ich werde das jetzt beobachten und euch weiterhin berichten darüber. Bis dann, Europort 1.